10.000 Euro und mehr pro Monat mit YouTube verdienen, das ist richtig heftig und genau das werde ich dir hier in diesem Video zeigen, wie du mit YouTube über 10.000 Euro und mehr pro Monat verdienen kannst. Es ist eine der genialsten, krassesten Möglichkeiten, online Geld zu verdienen, ist im deutschsprachigen Raum nicht so stark bekannt oder genutzt wie im amerikanischen Sprachraum, liegt vielleicht daran, dass YouTube aus Amerika kommt, ich weiß es nicht. Ich auf jeden Fall werde ich dir hier eine extrem lukrative Nische zeigen, mit der du das Ganze nicht nur einfach, sondern kinderleicht fast schaffen könntest, wenn du natürlich ein paar Schritte beherzigst. Aber auf jeden Fall werde ich dir zeigen, wie du damit auf jeden Fall einige tausend Euro im Monat machen kannst, wenn du es möchtest, logischerweise. Und genau das werde ich dir hier zeigen. Ich werde dir alle Schritte zeigen, ich werde dir alle Plattformen zeigen, ich werde dir Möglichkeiten zeigen. Ich werde dir sogar Alternativen zeigen, ich werde dir alle Programme zeigen, Software, die du brauchst und natürlich, ob es wirklich lukrativ ist, plus alle Beweise. Und ich würde sagen, wir starten auch gleich mit den Beweisen durch. Deswegen lass uns mal direkt einsteigen. Hi, grüß dich, der Eugen von Income Butler hier. Wenn du für online Geld verdienen und passives Einkommen interessierst, dann solltest du auf jeden Fall diesen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Denn ich zeige dreimal die Woche richtig coole Möglichkeiten, wie du online Geld verdienen kannst und dir somit ein zweites Standbein, Nebeneinkommen oder sogar ein Haupteinkommen damit aufbauen kannst. Aber jetzt würde ich nur sagen, wir starten direkt in die Nische hinein und verrate dir eine richtig geniale, lukrative Nische. Und zwar Sport und NBA Playoffs oder NBA allgemein. Da siehst du verschiedene Videos, verschiedene Möglichkeiten, wie du da Videos anschauen kannst und dich da informieren kannst über die NBA Playoffs zum Beispiel und. Jetzt schauen wir mal ein paar dieser Kanäle mal genauer an. Zum Beispiel hier CBS Sports, 604.000 Abonnenten, 21.000 Videos, aber klar, er hat ganz schön viele Shorts hier erstellt. Die sind natürlich kinderleicht zu erstellen und sind alles nur Ausschnitte aus den längeren Videos, von daher nicht irren lassen. Was verdient die Person nun? Sage und schreibe 95.000 Euro pro Monat. Und jetzt schauen wir mal nochmal kurz hier irgendwo in so ein Video rein, wie das Ganze überhaupt ausschaut bei ihm und was sehen wir hier? Er nutzt noch nicht einmal Affiliate Marketing, aber er verdient schon damit auch richtig viel Geld. Also über 95.000 Euro, das ist meine Ansage. Dann haben wir nächsten hier, Golden Hoops, hat aber auch schon über 1,7 Millionen Abonnenten, verdient 72.000 Euro circa pro Monat. ESPN, klar, auch das 9,35 Millionen Abonnenten und hat hier 614.000 Euro pro Monat circa. Ja, ich würde 70% von nehmen, also 420.000 Euro pro Monat. Das muss ich vorstellen, pro Monat. Das heißt also, hier geht wirklich extrem viel. Klar, haben natürlich auch einige Shorts hier, es waren sehr viele Shorts, aber die knallen das Ganze wirklich weg. Also dieser Kanal, wenn er eine 500.000 macht, dann sind das 6 Millionen im Jahr. Dieser eine einzige Kanal. So, dann gehen wir weiter. Du kannst sagen, Herr Eugen, das sind ja alles Riesenkanäle, wie soll ich das denn schaffen als Anfänger? Der hat auch nur 158.000 Abonnenten. Das dauert natürlich, sowas aufzubauen, aber mit Shorts und Konditionen, wie er das Ganze gemacht hat, hat es auch geschafft. Ja? Er hat hier 2013 zwar gestartet, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er hier erst viel später wirklich richtig durchgestartet ist. Das heißt also, auch für neue Kanäle nicht das große Problem. Also siehst auch hier ziemlich coole Videos, die zum Teil hier nach 5 Tagen 1,6 Millionen Aufrufe haben. Auch hier, wie du siehst, haben die sehr viele Aufrufe. Auch hier ist gerade vor 6 Stunden schon über 38.000 Aufrufe. Und er verdient hier 24.000 Euro. Ja? Das heißt, diese Kanäle, all diese Kanäle, die ich gezeigt habe, verdienen über 10.000 Euro. Natürlich gibt es ein paar Kanäle, die vielleicht noch neuer sind und vielleicht nicht so viel Geld verdienen. Aber die anderen, die ich dir alle gezeigt habe, die verdienen richtig viel Geld. Ja? Und das heißt also, mit YouTube kann man richtig viel Geld verdienen, ohne dass man sich zeigen muss. Und das ist halt richtig, richtig genial. Also von daher, das kannst du auch machen. Diese Nische ist extrem lukrativ. Diese Nische ist sehr, sehr heiß bekämpft, weil es gibt jedes Jahr irgendwie mit NBA irgendwas. Es gibt immer was im Basketballbereich. Ja, du kannst natürlich auch andere Nischen nehmen, aber diese Nische ist aktuell sehr, sehr spannend. Nicht so einfach, aber extrem spannend und extrem lukrativ. Deswegen kannst du auch hier selber mit starten.
Und damit du selber mal starten kannst, schauen wir uns das ganze Schritt jetzt ganz genau an. Aber vorher, wenn das Ganze bis jetzt gefallen hat, dann lass mir sehr gerne einen Like da und abonniere den Kanal. Schreib mir auch gerne eine Frage rein, wenn das Ganze für dich Sinn macht und ich dir vielleicht auch helfen kann. Abonniere den Kanal, damit du auch wirklich nichts verpasst. Und wenn das Ganze für dich noch viel zu kurios erscheint, dann ist dieses System viel einfacher für dich. Mit zwei Klick kannst du das ganze System bei uns oder von uns übernehmen und entsprechend auch richtig coole Provision ab. Also melde dich jetzt zum kostenlosen Online-Training an, bekommst du also auch hochwertige Geschenke dann. Also wie stellen wir so einen Kanal? Ist ziemlich einfach, wir gehen auf Fiverr, also erstmal mal eine Nische, ganz klar, und wenn du diese Nische hast, dann gehen wir auf Fiverr und suchen uns hier jemanden, der uns YouTube Thumbnails erstellt. Und so eine Person zu finden ist gar nicht so schwierig. Du siehst auch hier die Vorschau und siehst hier 10 Euro ein Thumbnail, oder schon wenn man draufklickt, was passiert dann? Dann sieht man ein Thumbnail knapp 10 Euro, drei Thumbnails 24 Euro, wird immer günstiger. Und du siehst aber auch hier, dass manche extrem schnell sind, ein Thumbnail zu erstellen. Ja, davon würde ich mich jetzt nicht begeistern lassen. Ich würde lieber schauen, was die Qualität ausmacht, nicht um die schnelle Geschwindigkeit. Und auch gibt es hier Angebote, wo du zwei Thumbnails für 5 Euro bekommst zum Beispiel, oder für 10 Euro. Hier drei Thumbnails, 10 Euro. Von daher ziemlich cool, richtig gut geratet. Von daher wahrscheinlich ein richtig gutes Angebot. Ja, hier ein Thumbnail, 24 Stunden. Hier sind 3 Stück. Also muss wirklich aufpassen, was der Preis wirklich ist. Und hier, ja, der normale Preis zwischen 3 bis 5 Euro ist vollkommen okay. Auch 10 Euro können vollkommen okay sein, wenn das Ganze richtig knallt und hier richtig gut aussieht, weil natürlich das Thumbnail eines der wichtigsten Elemente ist. Dann suchen wir uns jemanden, der uns ein Skript erstellt, ja, ein Scriptwriter. Auch hier siehst du, gibt es viele verschiedene Personen, die YouTube-Skripte erstellen werden. Auch hier ab 10 Euro findest du schon gute Scriptwriter und hier kannst du damit auf jeden Fall fündig werden, der jemand dir für so ein Skript erstellt. Das heißt, diese Person recherchiert und macht alles, erstellt das Skript und du checkst es nochmal quer und siehst, ob das Ganze auch wirklich gut ist oder nicht. Ja, das ist einfach eine gute Möglichkeit, weil du das meiste Arbeit damit schon oder viel Arbeit abgegeben hast und hier für 10, 15 Euro schon richtig gute Scriptwriter bekommst. Dann haben wir den nächsten Step, und zwar American Male Voiceover. Also kannst du natürlich auch Female machen, je nachdem, was du halt möchtest. Auch hier kannst du schon richtig gute Sprecher finden bei Fiverr. Und das Gute ist, du kannst natürlich hier auch immer die verschiedenen Sachen anhören, wenn du draufklickst. Jetzt ist natürlich wichtig, dass die Stimme zu deinem Thema natürlich passen sollte. Und hier würde ich achten, also hier musst du wirklich mehrere Leute anschreiben, bis du durch das findest, was wirklich hilfreich ist. Da würde ich Leute anschreiben, die vielleicht noch nicht so viel Bewertung haben. Und wenn du hier draufklickst auf so einen Sprecher, dann siehst du auch, ob bei dieser Person irgendwas irgendwo in der Pipe ist. Wenn er aktuell nichts in der Pipe hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du den Preis drücken kannst, definitiv niedriger. Weil wir brauchen ungefähr 1500 Wörter und siehst 438 Euro. Ganz ehrlich, ich bezahle für meine Voice-Over-Artist so also 24, 25 Euro, was ich vollkommen okay finde. Und ja, die sind dann auch nicht in Deutschland, das muss ich auch sagen, aber die haben trotzdem top Voice-Over, Top-Stimme, sind irgendwie Amerikaner oder Australier, Kanadier, irgendwie sowas, wo die halt dann wohnen, ist mir eigentlich egal. Hauptsache, es rechnet sich für uns beide logischerweise. Genau, so, das ist das Nächste. Dann haben wir hier als Nächstes einen YouTube-Video-Editor. Das ist natürlich wahrscheinlich die meiste Arbeit, der meiste Aufwand. Auch das können wir natürlich outsourcen. Und hier findest du Leute zum Beispiel aus Pakistan, Iran, Irak oder Indien oder. Und diese Personen sind richtig gut. Also ich habe mit Iranern, Irakern, Afghanen und Indern zum Teil richtig gute Erfahrungen gemacht bis jetzt. Auch hier achtest du natürlich auf die Qualität und hier rechnest du zwischen 30 bis 60 Euro für einen guten Video-Editor. Muss wirklich richtig gut sein, wenn das Ganze auch passt. Ja? Das muss natürlich auch zu dir und zu deinem Bereich passen, weil Gaming-Bereich und dann Celebrity oder Horror oder andere Geschichten, da würde er vielleicht nicht reinpassen. Deswegen muss das wirklich zu deinem Thema passen. Ja, und dann kannst du diese Person auch da begeistern. Wie gesagt, ungefähr zwischen 30 bis 60 Euro. So 40 Euro wirst du ungefähr rauskommen bei Video-Editor. Und dann kostet dich so ein Video 80 bis 100 Euro. Und du bist dabei, damit das Ganze auch losläuft. Genau. Jetzt natürlich die Frage, aber irgendwann rentiert sich das denn überhaupt? Okay, mach mal eine kleine Rechnung. Und zwar, wir haben jetzt hier nochmal, tun wir mal so ein, also wenn man vorher den Kanäle angeschaut hat,
wenn wir jetzt hier sagen, ein Video bekommt, sagen wir mal 100.000 Aufrufe, okay, dann müssen wir es durch 1.000 nehmen, weil YouTube uns natürlich an 1.000 Video-Views beteiligt. Das heißt, wir bekommen einen bestimmten Preis pro 1.000 Views. Okay, jetzt haben wir also 100 Einheiten, 100 Tausender. Wir würden in einer Nische, sagen wir mal, 10 Euro bekommen. Ja, 10 Euro sind also 1.000 Euro, die wir mit diesem Video verdienen würden. Wenn es das Video 100 Euro kostet, ist es ein sehr gutes Spiel. Was ist aber nur, wenn das Video nur 50.000 Aufrufe bekommt? Dann können wir das Ganze halbieren auf 500 Euro. Das heißt, wir haben es Einsatz verfünffacht. Wenn das Video jetzt nur im schlechtesten Fall, ja, im schlechten Fall nur 10.000 Aufrufe bekommt, dann haben wir natürlich nur 10 mal 10, 100 Euro, die wir bekommen. Also brauchen wir 10.000 Aufrufe, also wenn es die Nische so hergibt, manche Nischen zahlen auch 20 Euro oder Dollar, die wir bekommen, wichtig. Es gibt ein CPM, es gibt ein RPM, das ist jetzt viel zu weit geführt, aber RPM ist das, was wir bekommen. Das ist, was uns interessiert. Der niedrigere Wert ist das, was wir bekommen von YouTube, und das interessiert uns natürlich. Also 100 Euro. Wir brauchen 10.000 Views, damit wir das Geld hier draußen haben. Also eigentlich gar nicht mal so schlecht, oder? Von daher, möglich ist es definitiv. Wo bekommst du jetzt die ganzen Videos und alles Mögliche überhaupt her? Nun, das läuft nämlich ganz einfach ab. Du kannst es natürlich hier auf Pixabay und Pexels schauen. Bei Videos, aber in der Regel wirst du hier nicht so fündig werden. Deswegen ist es hier besser, wenn du hier auf Fair Use gehst, und Fair Use bedeutet nichts anderes als, dass du bestimmte Sachen, urheberrechtsgeschütztes Material verwenden darfst, außer, Achtung, das ist keine Rechtsberatung, wenn du das Ganze natürlich transformierst. Ja, es ist wichtig, dass man wirklich transformieren muss, diesen Content. Und dann dürftest du diesen Content verwenden. Das heißt, es darf hier, also deswegen machen wir das Skript, machen wir Voice-Over, machen wir einen Text im Video-Editing und alles mögliche, damit wir das verwenden dürfen. Und wichtig ist, wenn wir solche Sachen verwenden und machen, dann dürfen wir es nicht zu lange verwenden, diese Clips. Ja, also ich würde sagen, hier 3-5 Sekunden mal machen lassen. Wie gesagt, auch von diesem Video-Editor, den wir hier einstellen. Und das ist dann halt möglich. Genauso machen es halt die anderen Kanäle auch, die wir vorhin gezeigt haben. Und wenn du sagst, hey, das ist viel zu komplex, dann würde ich dir empfehlen, Copy Trading ist definitiv viel, viel einfacher, weil du hier einfach die Arbeit von jemand anders erledigen lässt und er tradet, du kopierst und damit verdienst du praktisch das Geld. Ja, von daher, hier siehst du auch ein paar Trades von mir, einmal von mir selber gemacht. Natürlich gibt es ein paar auch Minus-Trades, das ist ganz klar, aber siehst du auch hier ganz schön viele positive Trades, die hier gelaufen sind, sei es von mir selber oder jemanden kopiert. Also von daher, das ist schon ein richtig spannendes Ding. Okay, wie erstellst du jetzt nun dieses Thumbnail, was du selber alles machen möchtest? Das ist auch ganz einfach. Du gehst hier auf Canva, sagst zum Beispiel Social Media und sagst hier YouTube, und dann kannst du hier YouTube Miniatur eingeben oder Thumbnail, je nachdem, welche Sprache du eingestellt hast. Und dann kannst du hier Beispiele wählen. Ja, es kann natürlich auch etwas sein, was du hier schon auch findest und auch verwenden kannst, oder du passt es natürlich so an, wie du es benötigst. Und damit sparst du halt sehr viel Zeit. Aber wie gesagt, Thumbnail muss richtig knallen, muss richtig, richtig gut aussehen. Ja, das ist natürlich Voraussetzung, natürlich, dass es funktioniert. Dann haben wir natürlich ein Skript, das wir erstellen müssen. Das können wir hier ChatGPT fragen. Dann können wir sagen, hey, zum Beispiel, ich habe ein Beispiel für einen Beach in Bali genommen und habe mir hier einfach die ganze Beschreibung erstellt, plus natürlich den Titel. Wichtig ist, so ein Video sollte oder ein Skript sollte ungefähr 1500 Wörter haben bis 2000 Wörter, damit das ganze Video auch 8 bis 10, 12 Minuten lang wird, damit es auch was zu schauen gibt und du die meiste Werbung auch natürlich platzieren kannst. Ja, das muss sich natürlich rentieren, logischerweise. So, das ist eine Möglichkeit, wie es funktionieren kann. Wenn du das Ganze voll im Detail lernen möchtest, dann kann ich nur den Cash-Cow-Konzept von Finn Röber empfehlen, den Kurs, ein richtig krasser Kurs. Und Finn macht hier aktuell 30 verschiedene Channels und verdient damit richtig, richtig viel Geld im Jahr, also siebenstellig im Jahr aktuell. Und das ist halt richtig spannend. Ja? Also von daher, ganz kann ich empfehlen. So, wenn du das Ganze selber aufnehmen möchtest, also wenn du das Ganze eingeschrieben hast, also ich würde es auf Englisch machen, geht natürlich auf Deutsch auch, klar, aber auf Englisch geht es natürlich einfacher. Und dann kannst du hier auch einsprechen, kannst hier Audacity laden, die ist vollkommen kostenlos, die Software. Auch Canva ist kostenlos zu nutzen, reicht auch in der Regel auch aus, oder du nutzt die Pro-Version für 30 Tage oder Bezahlversion von Canva, was jeder einzelne Penny wert ist, ganz ehrlich. Audacity ist einfach und for free, brauchst du gar nichts bezahlen, kannst es hier einfach alles einsprechen. Du brauchst also ein Mikro dafür und dann geht das Ganze schon los. Wenn du das Ganze zusammenschneiden möchtest, ja, die ganzen
Elemente und alles mögliche selber machen willst, dann würde ich dir empfehlen, hier in den OpenShot Videoeditor, der ist vollkommen kostenlos. Da kannst du hier alles mögliche machen, was du möchtest. Videoeffekte, Animationen und vieles, vieles mehr. Wirklich ziemlich einfach zu nutzen, das Ding. Und ja, kostet auch gar nichts. Das ist wirklich vollkommen for free. Oder du sagst, ich gehe auf die Profi-Stufe, dann kannst du hier Adobe Pro oder Premiere Pro nehmen. Das kostet hier 23,79 im Monat und kannst du richtig tolle Videos erstellen. Es gibt noch DaVinci. DaVinci Resolve ist eins der besten Plattformen überhaupt. Also es gibt keine bessere Software als DaVinci Resolve überhaupt, weil es wird sogar auch für Kinos verwendet. Die ist sogar kostenlos und das ist der Hammer. Es ist eine der besten, ist kostenlos und kannst hier alles mögliche hinzufügen. Es ist wirklich für den Profi-Bereich geeignet. Das heißt, hiermit werden Kinofilme erstellt. Du siehst ja auch hier ja, die ganzen Konsolen, dass hier mehrere Leute gleichzeitig dann arbeiten können. Das ist hier sehr teuer und ist nur für Profis. Ja, du siehst hier. So, das ist, juckt dich aber nicht. Für dich ist nur interessant diese Software und die ist eben kostenlos. So, damit kannst du richtig geile Sachen erstellen. Siehst du, Marvel und alles mögliche wurde hiermit gestellt, geschnitten und alles mögliche. Genau, das sind so die Möglichkeiten, wie du hier entsprechend damit Geld verdienen kannst. Lass mir gerne ein Like, dann ein Abo, schreib mir gerne einen Kommentar rein, welche Frage du hast, wo ich dir vielleicht helfen kann, welche Nische du vielleicht wählen möchtest und vor allem sehen wir uns dann im nächsten Video wieder.